Hallo Leute und willkommen im Charlemagne Studio. Hier ist mal wieder euer Maggi und heute werde ich euch mal erzählen, warum ich so zerzaust bin und wie ich den ganzen wieder Abhilfe schaffe. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja Leute, wie schon erwähnt, ich bin ein wenig zerzaust heute. Wir sind offen gefahren, waren gerade eben beim Barber, haben uns die Haare schon schneiden lassen, bei Kings Barbers. Und ja, haben dabei ja eine matte Pomade von Charlemagne benutzt. Es ist so, dass die Steifigkeit dieser Pomade nicht so hart ist, dass sie halt einem Cabrio-Fahrtwind entgegenwirken kann. Also müssen wir jetzt nachbessern. Wie machen wir das Ganze? Ja, wir benutzen jetzt einfach mal Concrete Clay. Bedeutet, das ist als solches einfach sehr viel fester, um das Haar zu bändigen. Man will ja vielleicht gleich nochmal offen fahren. Und schauen mal, ob das Ganze dann auch diesem Fahrtwind aushält. Benutzen dazu wirklich nicht zu viel, das ist relativ hart. Nehmen hier einfach so eine Fingerspitze raus. Schließen dann das Döschen natürlich wieder, nicht wahr? Und verteilen das Ganze erstmal in den Händen. Bedeutet, dadurch, dass das relativ hart ist, muss es wirklich weich gemacht werden. Das geschieht durch die Wärme eurer Hände, wo ihr das Ganze verteilt. Und an beiden Händen dann habt und so ins Haar einbringen kann. Ihr seht, dadurch, dass das Ganze eben schon mal geformt war, ist das eigentlich gar kein Problem, die da zurückzubringen, aber wir wollen ja jetzt eine neue Steifigkeit in das Haar bringen und vor allem Festigkeit. So, das Ganze ist im Haar drin, sieht eigentlich auch wieder ganz gut aus. Um das Ganze jetzt wieder so ein bisschen zu lockern, weil es sieht ja jetzt doch schon, ja, angekletscht will ich nicht sagen, das wäre noch ein Schritt weiter, aber es sieht halt sehr, sehr, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man es nennt. Mir gefällt es halt einfach nicht. Benutze ich einen Kamm und gehe nochmal durch das Haar, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu lockern und einfacher auf dem Haar bzw. auf dem Kopf aufliegen zu haben. Normalerweise würde ich jetzt noch ein bisschen Haarspray benutzen, um das Ganze nochmal zu festigen, um ein bisschen Netz darüber zu werfen. Das müssen wir jetzt an der Stelle nicht tun, weil ich habe gerade keins zur Hand. Machen wir halt beim nächsten Mal. Aber ihr seht, das Concrete-Zeug ist doch schon ein Stück weit härter, auch ohne Haarspray. Und hält das Haar tatsächlich sauber auf dem Kopf und ist natürlich auch im Fahrtwind ohne Probleme gewappnet. Also. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, liebe Leute, lasst uns da mal wieder ein Like da. Schreibt was in die Kommentare, was ihr vielleicht für Erfahrungen habt mit den einzelnen Pomaden von Charlemagne, welche ihr da für euer Haar am besten findet. Erklärt vielleicht auch, was für ein Haar ihr habt. Habt ihr leichtes Haar, habt ihr dickes Haar, habt ihr lichter werdendes Haar? Man weiß es nicht. Ihr seid schließlich hinter der Kamera. Und ja, vielleicht können wir da die eine oder andere Erfahrung, wo wir vielleicht auch mal drauf eingehen können, vielleicht ein kleines Video zu machen. Und ansonsten, bleibt natürlich auf dem Laufenden, das Abo ist da. Und ansonsten, bis demnächst, bleibt bärtig.